Lin Mölzer von der FPÖ ist als nächstes am Wort. Herr Präsident, Hohes Haus, ich darf kurz ein paar Worte zur Petition Nummer 77 der gelaufenen Gesetzgebungsperiode zur Wiedereröffnung der Polizeistation am Hauptbahnhof in Klagenfurt verlieren. Hier haben über 2000 Bürger diese Petition unterschrieben. Der Grund ist aber nicht irgendwie ein subjektiver und mangelndes Sicherheitsgefühl, sondern ein sehr objektiver, denn der Sicherheitsbericht des BMI von Jahr 2015 hat ergeben, dass in Klagenfurt die Kriminalität in den Jahren 2014 auf 2015 gestiegen ist. Etwa im Bereich der Einbrüche um 14,8%, im Bereich der Gewaltdelikte um 2,5%. Man sieht, dass sich hier der Sparkurs des Innenministeriums, Frau Mikl-Leitner damals noch, rächt, indem man hier Polizeiposten auch eingespart hat. Dazu kommt, dass sich die Übergriffe generell an neuralgischen Punkten wie dem Bahnhof im Klagenfurter Nachtleben offensichtlich mehren gegenüber Frauen, die Übergriffe mehren und Jugendlichen. Dass also dieses Anliegen dieser Klagenfurter Bürger berechtigt ist, ist, glaube ich, offensichtlich. Das sieht auch die Kärntner Landesregierung einhellig so und das sieht auch die Klagenfurter Stadtregierung einhellig so und wünscht sich ebenso diese Wiedererrichtung oder Wiedereröffnung der Polizeistation in Klagenfurt. Nicht so sieht es der Nationalrat offensichtlich, denn die Petition wird wie alle anderen ja schubladisiert. Ein doppelter Hohn ist es meines Erachtens, wenn der Herr Finanzminister heute Folgendes wortwörtlich gesagt hat: Zum anderen müssen wir wohl dem Wunsch einer Mehrheit unserer Bürgerinnen oder Mitbürgerinnen und Mitbürger entsprechen und zusätzlich in die Sicherheit unseres schönen Landes investieren. Österreich muss auch in Zukunft ein sicheres Land bleiben. Wenn ich dieses Zitat, das wir, glaube ich, alle noch in den Ohren haben, hier zitiere, sieht man, dass das, wenn man hier mit dieser Petition verfährt, keinen Cent wert ist, dieses Versprechen oder diese Ansage. Und das stimmt uns Freiheitliche einmal mehr davon überzeugt, dass diese Regierung ja nicht wirklich was in die Sicherheit investieren will. Wir Freiheitlichen werden weiter nicht nur für die Eröffnung der Wiedereröffnung der Polizeistation am Klagenfurter Hauptbahnhof eintreten, sondern auch darüber hinaus und dort, wo es notwendig ist, für die Wiedereröffnung oder Eröffnung von Polizeidienststellen einsetzen, beziehungsweise auch eine deutliche Aufstärkung der Exekutive. Danke. So, Wendelin Mölzer von der FPÖ zur Forderung einer Wiedereröffnung einer Polizeistation in Klagenfurt.